Es wird geräuchert. Ausgeräuchert. Haus wird geräuchert. Hui. Das Fenster aufmachen. Fenster aufgeben machen. Zimmer räuchern. Was für ein Spaß. Und ich kann euch sagen, dieses Haus hier, wo ich jetzt räuchere, da gibt es noch keine Feuermelde. Also, keine Angst vor Tüt. Hier gibt es noch nichts. Bin ich nicht gut? So, jetzt habe ich mal was anderes. Also für unterwegs habe ich dieses hier mir mal gekauft. Dann kann man auch überall und nirgends mal etwas räuchern. Nur mal so zur Information, weil ich nehme ja nicht ständig dieses Bullauge damit. Ne? Ah, guck dir das mal an. Was für ein Rauch. Das ist doch mal wundervoll. Sowas liebe ich ja richtig. Ja, und hoch mit euch, ihr Räuchergeister. Da gehen wir gleich eine Etage höher. Und ansonsten, ich habe ja auch noch was zum Weiterräuchern. Einmal abstellen, dann mache ich hier auch Fenster auf. Man soll ja auch alles rausziehen lassen. So, yippie, was für ein Spaß. Und da komme ich jetzt nicht dran an diese Fenster. Huch, Stolperfalle. Weil nämlich das... So, hier mache ich die Fenster mal ganz auf. Sonst zieht es nämlich raus gleich. So. Mal abstellen. Guck mal hier, so. Zieht's mal raus. Juppie, guck mal. Ich glaube, ich brauche gar nichts drauflegen mehr. Das ist so am Räuchern, so intensiv. Das ist echt cool, das Zeug. Also, was ich da draufgelegt habe, kann ich euch ja noch mal zeigen, ist von diesem Tütchen hier was. Das hier. Ah, kann man das erkennen? Ich schreibe euch das auch in dem Infobox unten, was ich da genommen habe. Man kann ja auch natürlich Salbe nehmen, Weihrauch. Ich kann euch nachher auch erzählen, was ich sonst noch habe für die Sachen. Ihr könnt das auch anders machen. So, guck mal hier, so. Hui! Wundervoll. Ah! Das ist doch mal was. Ich finde das toll. So. Man kann das so nicht sehen. Ach so. Ich überlege, ob ich noch was drauflege. Weil die Kohle ist ja noch schön am Glühen, ne? Das macht ja auch Spaß. Das ist hier voll die Baustelle. Ich muss aufpassen, dass ich auf keinen Fall hinfalle. Sonst könnte es ja wieder doch anfangen zu brennen. Ne, so. Ich kann das auch drauf. Einmal schief gehen. Ein so ein Stück wie das geräuchert. Yippie! So.
Wundervoll. Ich bin glücklich, ich räuche alles aus. Ja, so. Ah. Ich wollte eigentlich das Ding mir nur zeigen, so. So, wie das so halt so räuchert. So. Ui, genau, machen wir mal die Wand hier. Oh, wie das schön ist hier. Das ist wundervoll. Ich hatte doch gerade mal meinen Hund noch irgendwo. Aber irgendwie ist er jetzt weg. Jacko, ist das hier zu viel Rauch hier? Ja, das ist wunderbar. Ach, da ist er ja. Da ist der Popo. Das ist Jacko. Ja, der Teller wird auch schon heiß. Wo ich auch, also unten drin ist, in diesem Ding ist auch Sand drin, ne? Also. So. Ihr werdet auch zugeräuchert. Ah. Das ist wundervoll. Besser als Zigarettenrauch, finde ich. Das ist so. Ne? So. Upsa. Bisschen unscharf jetzt. Wo das noch scharf kriegt, die Kamera. Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich mache das einfach so, ne? So, guck mal. So, guck doch mal da. Ja, seht ihr das? Wie das hier räuchert. So. Da, guck mal. Geht, zieht das alles so nach oben hier, so, ne? Alles nach oben. So, zieht alles hoch und dahin, wo es hin muss oder soll oder kann, wie auch immer, ne, so, oh, das kann man nicht so erkennen, so, besser, also das ist wundervoll, gehe ich gleich weiter nochmal nach unten und mache da auch weiter, ich denke mal, dass es hier genug ist, noch ein bisschen hier. Hier, so. Ja. So. Guck mal hier. Das ist also hier die Baustelle. Ne, so. Was ist das? Schicko. Mein Hund bellt. Ganz vorsichtig runtergehen. Oh. Etwas quietschen gehört. Deswegen. Oh. So. Am meisten werde ich hier eingeräuchert dran. So, hier kann man das auch wieder sehen. Es dann hochgeht, wenn das dann hochgeht, mal hier. Gut, es ist jetzt nicht mehr so viel drauf, so. Ja. So. Ja, das wär's dann. So räuche ich halt auch Wohnungen und Häuser aus. Wo es gewünscht ist. Oder wo ich halt selber... Ach, das ist jetzt ja Hausausräucherung. Aber man kann auch das Auto ausräuchern. Das habe ich auch gemacht mit meinem Auto. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und viel Spaß bei eurer Hausausgeräucher. Wie auch immer. Schönen Tag noch.